sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir sie zumindest einmal komplett raus. Und es geht jetzt weiter mit der Karosserie-Geschichte. Ja, ich vermute, dass wir heute tatsächlich nur dazu kommen, das Auto auseinanderzubauen. Muss man gleich mal gucken. Fangen wir an mit der Karosserie. Was muss als erstes raus? Die hintere Stoßstange. Okay. Weiter. Der linke Scheinwerfer. Ich gehe so komplett Step by Step runter durch. Halt, das war rechts. Aber ich glaube, rechts muss auch raus, oder? Scheinwerfer links, ne, brauchen wir nicht. Also können wir ihn quasi wieder einbauen. So, Montage von Karosserieteilen. Da kommt der Scheinwerfer wieder. Da kommt der wieder rein. Rücklicht rechts. So, weiter. Die Windschutzscheibe und die Heckklappenscheibe. Raus damit. Raus damit. So, weiter. Außenspiegel linke Seite und Türscheibe vorne rechts. So. Und dann müssen wir so alle haben, oder? Haben wir. Gut. Dann werden wir jetzt uns. Aber vielleicht kriegen wir es doch hin. Vielleicht werden wir es. Mal schauen. Ich werde jetzt erstmal anfangen zu bestellen. Weil alles andere bringt jetzt erstmal nichts. So. Karosserieteile. Super. Ich hätte jetzt natürlich da. Oder war das? Ich werde es mir wieder als Foto machen. Das ist mir zu blöde. Dann werde ich jetzt die Karosserieteile erstmal anfangen anzubauen. So. Gut. Was ist das für eine Karre? Salem Flamo. Gut. Fangen wir an. Salem Flamo. Fangen wir an mit der hinteren Stoßstange. Stoßstange hinten für den Salem Flamo. Ist die Karre. Salem Kiran, Salem Flamo. Da ist sie. Eingekauft. Dann den Scheinwerfer links. Pfeffer links für den Salem Flamo ebenfalls. Kann ich die Karre einfach mal ein bisschen filtern? So nebenbei. So, Scheinwerfer links, ne, habe ich gesagt. Da ist er doch. Rücklicht rechts. Rücklicht rechts. Rücklicht rechts. Salem Flamo, wo ist er denn wieder? Salem Flamo. Jetzt muss ich natürlich immer wieder die Karren rausfiltern, ne? Immer. Salem Flamo. Da ist es Rücklicht. Was war das Rücklicht rechts? Ja. Rein damit. Bestellt. So, nächste. Dann haben wir die Windschutzscheibe und die Heckklappenscheibe. Die Windschutzscheibe. Windschutzscheibe. Ah, ebenfalls für den Salem Flamo. Der braucht jetzt irgendwas. Salem Flamo. Windschutzscheibe. Bestellt. Heckklappenscheibe. Ebenfalls für das gleiche Auto. Heck. Klappenscheibe, ebenfalls für den Salem Flamo. So, Heckklappenscheibe. Was ist denn die Karre?
Salim Flamo, wo sind die Karre? Sakura. Erklappenscheibe. Ja, Mann. Oh, das wird teuer. So, Erklappenscheibe, Außenspiegel links. Außenspiegel links. So. So, Außenspiegel links für den Salim. Wo ist denn der? Da ist er. Salim Kiran, Salim Flamo, Außenspiegel, was? Linz. Ich fahre jetzt noch mit der Karosserie, wie gesagt, das ist das Einfachste. Und die Türscheibe vorne rechts. Tür. Scheibe. Türscheibe. Vorne rechts. Für den Salim Flamo. Dann haben wir so auch durch. Dann haben wir diese speziellen Teile mich weg. Salim, Salim, Salim Flamo. Bist du Salim Spectre? Salim Flamo. Türscheibe. Vorne. Rechts. Passt. Gut. Und dann fahren wir jetzt nach und nach die Karosserie mit der Montage von Karosserie teilen. So. Windschutzscheibe. Türscheibe vorne rechts rein. Außenspiegel rein. Karosserie rein. Montage hier. Rücklicht rein. Und die Stoßstange rein. Ist so noch das leichteste Übel. Gut, dann haben wir die Karosserie für diese Karre fertig. Gut, gucken wir uns auf die Zeit. Was die Zeit jetzt sagt. 18 Minuten. Okay, gut. Das würde ich sagen, machen wir heute einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's an die Fahrwerksgeschichte. Bis dahin. Tschüss.